Ein herzliches Willkommen zu Lufia 2. Ich muss leider sagen, dass ich diese Aufnahme jetzt, zumindest meine Stimmaufnahme jetzt im Nachhinein machen muss, weil mein Audacity, oder wie sich das Programm nennt, doch mal meinte, ja, nehmen wir zwar auf, aber stürzen wir danach einfach mal ab, dass der User nichts mehr machen kann. Wie gesagt, ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht auf Pause drücken, ich konnte nicht auf Play drücken, ich konnte nicht exportieren, ich konnte gar nichts mehr machen. Das ganze Programm ist einfach abgestürzt. Tja, und deswegen, ich probiere es mal so gut, wie es möglich geht. Also in der letzten Folge haben wir angefangen, diesen Keller zu erkunden, diesen Schlosskeller, diesen Schlossdungeon. Da hatten wir am Speicherpunkt einen Schnitt gemacht und diesen machen wir jetzt weiter. Ja, wir treffen auf kleinere Gegner, wie die ganzen Fledermäuse, die relativ nervig sind, wie ich finde, weil die doch zwei Schläge aushalten. Und ich finde, Tia kann irgendwie bis jetzt noch gar nichts. Ja, da haben wir mit Dax unser nächstes Level erreicht. Das ist unser Level 10. Da sind wir doch relativ gut durch. So, jetzt heilen wir die Tia nochmal. Voll. Weil die war doch ganz schön angeschlagen. So, jetzt kommen wir zu einem Rätsel. Da müssen wir die Vase entweder oben hinstellen. Da geht die obere Tür auf. Oder unten, da geht die untere Tür auf. So, machen wir jetzt mal oben. Eine Flucht gefunden. Damit können wir natürlich wieder aus dem Dungeon raus. So. Dann nehmen wir jetzt mal die untere Tür. Die führt uns nämlich weiter in den Dungeon Inneren. Ui. Haufenweise Fledermäuse. Ich finde diese Gegner mehr als nervig. Vor allem die Kleinviecher, die rufen immer Verstärkung und im Endeffekt hauen sie dann doch wieder ab. Ja, hier probiere ich es mal auf zwei Gegner, ob es mehr Schaden macht. Aber ich habe irgendwie so mitgekriegt, der Funke macht nicht wirklich bei den Monstern hier Schaden. Da machen wirklich die Schwertangriffe deutlich mehr Schaden. Und die Peitsche war auch nicht so dolle. Jetzt ruft sie Verstärkung und gleich verschwindet sie auch schon wieder. So, probieren wir es nochmal mit dem Zauberspruch. Vielleicht kriegen wir doch alle drei. Ja, wir haben alle drei bekommen. So, dann geht es schon weiter zur nächsten Fledermaus. Nehmen wir sie mit? Ja, komm, wir nehmen sie mit. So. So, Ursprung, nee, bringt uns nichts. Das ist sinnlos. Greifen wir nochmal an. Zwergenkraft. Uns ein bisschen hochheilen, ja, genau. Das können wir auch beide machen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, der Heilzauber. Er gibt gut HP wieder. Vor allem jetzt in den niedrigen Leveln, da machen noch die Gegner noch, da macht zwar nur 12 Schadenspunkte, aber es sind dabei insgesamt, glaube ich, insgesamt nur knapp 40. Doch schon eine ganze Menge. Ja, da heilen wir uns doch mal lieber wieder hoch. Das sind doch sinnvoller. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt hier nur die Aufgabe, hier die Krone wieder zu sammeln. Herauszufinden. So, nehmen wir mal Zwergenkraft. Heilen wir uns nochmal hoch. So, da sind wir wieder voll Energie. Die erste Bruderfledermaus ist immer noch nicht weg. Nervt mich jetzt doch schon ein bisschen. Die erste haut schon wieder ab. So, du greifst nochmal an. Du machst nochmal Zwergenkraft. Wir haben ja genug. Es kostet ja keine Mana-Punkte. Es kostet ja nur Zornpunkte. Und davon hat der Tier mehr als genug. Die kriegt er irgendwie dauernd auf die Nase. Da, was sage ich? Zack, 13 Schadenspunkte und bups, die Zornpunkteanzeige ist wieder fast voll. Also darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen. So, dann schieben wir den Stein mal weg. Legen deine Bombe hin, tschick, den Bomben und hier mal weg und ab durch die Mitte. So, unser erstes Schieberätsel. Ich guck mal kurz drauf. Wenn gleiche Farben sich verbinden, werden sie verschwinden. Das heißt, wir müssen drei Farben gleichzeitig machen. Ich guck nochmal die Tür. Nein, das ist alles zu. Ja, wie fangen wir jetzt am besten an? Ich habe keine Ahnung. Ich mag so eine Rätsel auch gar nicht, so eine Schieberätsel. Ich braucht da mal ewig, bis ich dann Durchblick finde. Es kann auch mal passieren, dass ich ein oder zweimal
den Ursprungszauber benutze, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Ja, nee. Den vielleicht mal daneben, da hoch. Das bringt auch nicht viel. Ach, nee. Nee, nee, nee. Oder den da runter. Nee, es ist auch sinnlos. Ich komme mal nicht an den daran. Ich kann mal gucken, ob es diagonal geht. Nein, diagonal geht es natürlich nicht. So. Ah, falsche Taste. Nein. Ursprungszauber. Gut, da haben wir den Ursprungszauber. Den werden wir auch gleich mal benutzen. So. Da stehen nämlich hier alle Steine auf der vorigen Position. So, ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck von meiner Fanta. Das ganze Bubbeln macht den Mund trocken. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, wir schieben ihn mal hoch. Da haben wir den da schon mal weg. Kommen wir aber trotzdem noch nicht an den ran. Den da runter, den da. Nee. Nee, da habe ich Blödsinn gemacht. Nee, 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 nee. Ich glaube, da benutze ich nochmal einen Ursprungszauber. Nein, nicht die Bomben benutzen. Ach, schon wieder falsche Steuerung. Ich komme mit der ganzen Steuerung noch nicht so wirklich ganz klar. Es dauert erst eine Weile, bis die bei mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber ich denke mal, das könnt ihr mir verzeihen. So. Das. Wie könnten wir jetzt das schieben? Wie gesagt, liebe Leute, ich mag so ein Rätsel überhaupt nicht. Ich brauche da mal ewig, bis ich dann einen Durchblick finde. So. Das, da, das. Den da hoch. So. Den unteren, oberen. Unteren runter. Ja, den. Nee. Den da lang? Nee. Nee, da habe ich die Wand nicht einberechnet. Das ist absoluter Blödsinn, den ich ja gemacht habe. Nochmal. Nochmal zurück. Ach, liebe Leute, das könnte ein langer Part werden. Ich glaube, ich brauche hier fast einen ganzen Part für dieses doofe Rätsel. Ich hoffe es mal nicht. Ich glaube, ich habe da eine kleine Idee. Nee.